Hi Leute und willkommen zum neuen Part von Esper Thomas in Live. Bist du eingeengt hier heute? Ja, ganz toll. Wie ihr seht, wir haben heute einen kleinen Gast hier und sind ein bisschen eingeengt. Einen kleinen Gast? Okay. Nein, wir sind da nicht ein bisschen eingeengt. Aber das ist jetzt halt so. Ich hinterfrag das. Ah, nee. Jetzt sind wir nicht mal eingeengt, siehst du? Man muss nur wissen, wie der Hase hoppelt. Und dann kommt man im Leben voran. So, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei dem Part, der heute um 18 Uhr kommt. Und da siehst du mal ein bisschen, was in Tomodachi Live abgeht. Gucke zum Beispiel hier, die hat immer noch so den Regen. Das heißt, hat immer noch ein Problem. Mag gerne Schnitzel. Wir konnten uns einfach nicht wieder. Ach, das ist ein Problem wie gestern, dass ihr euch noch nicht vertragen konntet. Gut, ihr habt das gestern gesofft, aber da hilft nichts. Aber es gibt dir was zur Aufmunterung. Ja, wir haben eine Schaukel. Kannst ein bisschen schaukeln, das hilft. Die hänge ich an der Decke auf. Mach das. Und dann geht's an zum viel besser. Hier mit den Händen kann man ihn anzupfen. Siehst du, willst du auch mal? Nein. Ah, muss man nur drücken. Drück jetzt. Geht das irgendwie auch mit dem Stift hier? Ja, geht auch. Ich will ihn runterbekommen. Ja, ich glaube, das bekommst du nicht hin. Okay, jetzt hör auf, meine Mies hier zu verletzen. Das sind ehrenwerte Abonnenten hier. Siehst du, und swapdiwop geht's dir schon wieder gut. Nee, die Wolke, doch, die Wolke ist weg. Es geht mir schon wieder viel besser. Wunderbar. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön gibt es auch noch für Miss, wunderbar. Und ich habe einfach wieder eine Schaukel erhalten, das heißt, er hat mir einfach die Schaukel zurückgegeben. Wieso gibt... Give me that. Oh, cool, das steht auf der Waage, okay. In Game ist das ja meine Frau hier, der Charakter, also das Mi. Boah. Na, wie du das sehen kannst, hier. Jetzt. Alter, das ist nicht den besten Fang, gell? Was eskalierst denn du jetzt so? So, was soll was mal hier kaufen? Das ist ein Scheißfang. Die Kleider sind halt der größte Hit. Oh, das mach ich nicht. Schau dir mal die krasse Mode, doch krass, ne? Nein. Ich habe eine Frage. Wie lange spielst du schon dieses Spiel? Ein paar Parte, wieso? Und wann kam es raus? Vor ein paar Jahren, wieso? Das wollte ich nur wissen. Oder besitzt du das so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Nee, und es gefällt dir. Es gefällt dir total gut. Wunderbar. Ja, nee, das ist tatsächlich lustig, das immer so zu spielen. Vor allem die Abonnenten tun ja deren Mies einzicken. Du kannst gleich auch mal dein Mies einzicken, dann kommt der auch auf die Insel. Weißt du, was am Ende des Partners stellst du noch ein Mies, der da auf die Insel kommt? Okay, ich weiß ganz genau welchen. Das ist eine gute Idee. Und dann bist du, dann ist das Sunnems auch hier auf der Welt. Gibt's einen richtigen Troll? Nein, der sieht aus wie ein Burger. Du musst dich damit identifizieren können. Eine neue Inneneinrichtung, ja. Die habe ich gerade auf Lager, also geben wir dir die Küchenanrichtung. Danke für die neue Einrichtung. Siehst du, eine Frau braucht eine Küchenanrichtung. Nein, Scherz. Jetzt haben wir es ja noch ein bisschen um. Siehst du, indem man den 3DS so bewegt, kann man sich hier umsauen. Das ist High Quality Hit. Sag mal, wenn ich so, da verschwindet der Kühlschrank.
Das ist kein Kühlschrank, das ist ein Ofen. Sag es ja. Du hast Kühlschrank gesagt. Das ist ja lustig. Dass du Kühlschrank sagst? Nee, dass das da was windet. Ach so. Ja, dann hoffe ich mal, dass du damit pfleglich so umgehen wirst, Charakter. Neues Level. Dann ein Objekt, nämlich ein... Mobiltelefon. Damit kann man telen. Damit kann man telen. Ja. Bester deutscher Satz. Das hier, mit dem Telefon kann man telen. So, jetzt ist der nächste. Das sind halt irgendwie ein Haufen Leute, die alle was von einem wollen. Ne? Aber gleich bist du dran, du stellst dann hier. Was wollen? Ja, Geld. Hier kann man bei den Typen einen Magen reinziehen, siehst du? Und wir sehen, das Spiel ist nichts für mich. Und wie wir sehen, hat er Hunger. Aber du musst ja auch nicht spielen, aber irgendwie tun wir trotzdem. Nein. Ich mag so gerne Zelda. Zelda mag ich voll. Weil das ist so. Und das ist eine Grimasse erstellt. Siehst du, sauber, sauber hier. So. Krasse Grimasse, ne? Oh, krass. Was meinst du? Ganz toll. Ja, eigentlich, das Spiel ist jetzt nicht das krasseste der Welt. Ja, aber ich finde, es geht voll. Ich mag eben, ich mag nur Abenteuerspiele. Das ist ja deine Meinung. Oh, meine Meinung. Ja, richtig Abenteuerspiele, ne? Wie heißt das? Ich kenne das sogar. Es sitzt halt unter, wie in der Schule, ne? Wie in der Schule. Warum wie in der Schule? Original wie in der Schule, unter der Bank, unter dem Tisch, hat da sein Handy und zockt Games. Die macht dann das Schule auch 24/7, bin ich mir ganz sicher. Nein. Mach ich nicht. Die Schule bin ich nicht so asozial. Ja. So, dann, sagen wir mal, was die Nachrichten für heute sind. Dann sammeln wir Spenden ein und dann hast du das. Die Nachrichten sind immer sehr interessant hier, so. Warte, ich schau zu. Y wurde festgenommen. Y! Ja, der wurde vorgenommen, dass man einen Curry-Senf irgendwo untergemischt hat. Wie das aussieht. Das Spiel ist ja 2014 Grafik. Wann ist das Spiel eigentlich rausgekommen? Das ist so ein bisschen, das ist 3DS, Junge. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Überlege mir einen guten Kommentar. Ich habe mir schon gedacht. 2013. 13. Warum spielst du es heute noch? Weil das voll gut ankommt. Bin ich nicht. Ja, weil die Mii-Charaktere, die Leute, die Crowd einbezogen werden können. Das würde so richtig alte Zelda spielen, so wie du es gerade eben machst. Ich mach's ja das halt. Das Link's Awakening. Ja. Würdest du sowas gerne spielen? Also, andere Projekte. Ja. Ich liebe Zelda einfach. Ja, dann... Er wollte heute noch mit dir reden. Was? Fabian. Was mit dem? Er wollte heute noch mit dir reden. Wo weißt du das? Weil er uns gesehen hat. Also, er hat mich gesehen. Wann? Und er hat gefragt, wo du bist. Aber der hat nach der Schule mit mir geredet. Ach so. Ah. So. Jetzt, die tun uns alle hier richtig so ein Geld nahe. Und dadurch kann ich denen dann wieder was Geiles kaufen. Heute habe ich 133 verdient. Das ist schon krass, ne? Jetzt beißen wir den Bums und dann erstellst du dir dein Mii. Was denn auch hier reinkommt. Und da sieht man mal, wie alt das Spiel ist, aber es immer noch selbst beißen muss. So. Das ist hier der Vorteil von der schönen 3DS Capture Card. Man kann das Ganze hier am PC machen. Kostet hat sie dafür aber auch genug. The money. So, einfach hier neues Mii erstellen. Und dann hier aus Foto erstellen. Ich mach doch kein Foto. Ne? Nein. Hatte Probleme. So, ja. Aber Sound ist immer sehr lustig, was daraus entsteht. Sag mal, was daraus schon nie wird. Ja.
Das ist aber 1-1, du. Okay, wir ja machen nein, vorne. Nein. Erneut. Nein, ich mach's jetzt. Mach's von vorne. Nein, ich mach kein Foto. Ich sag ja, mach von vorne. Zurück. Von vorne beginnen. So, dann erst der war. Du kannst auch hier nach oben schauen, ne? Hier auch der ist alles genauso. Nein, aber das ist das ja, bist du 3DS ist mal gewöhnt, dass man es von unten macht. Okay. Was ist das? Kann man irgendwo eine Glatze haben? Ja. Wo? Oh, da. Aber ich finde. Nein, warte. Nur irgendwo, ich zeig es dir. Ach, du machst irgendwas, was du machst. Kannst du den Burger mir auswendig? Machst du den? Und ich bin gespannt, was hier entsteht. Ich konnte ihn mal auswendig. Warte. Ich bin gespannt. Nein, das bin ich. Und vor allem hat man den schönen Wii-Sound hier im Hintergrund. Hörst du den Sound? So, nee, das müsste irgendwo. Die ist so unnötig. Der Schlamm ist legendär. Wird 1-1, du. Die Ähnlichkeit ist jetzt ein verblüffendst. Eins zu eins, du. Das ist irgendwie kein Hamburger-Mine. Oh, ist egal. Nur dann. Machst einfach random irgendwas, oder wie? Mhm. Ja, er merkt, er tut sein Ebenbild hier nachbauen. Und zwar zu 100%. Aber du möchtest noch hier. Das bist 100% du. Yikes. Ist alles toll. Bist du 200% bist, dass du öffentlich musst, ist wichtig. Ah, gut. Yay. Yeah. Wow. Wow. Wunderschön ist er. Ah, ich wusste, ihr... Das muss ich mal nachschauen, warte ich schon mal schnell. Evala, haben wir da dein tolles Mi. Wie ging es nochmal? Ich schau mal schnell nach. Wie ich und das werden wir jetzt natürlich auch noch jetzt in Tomodachi Live willkommen heißen. Das ist ja klar, das muss in dem Part auch noch passieren. Dann ziehst du dann ein. Das kommen wir ja im nächsten Part dazu machen. Das hat sogar 6 Millionen. Aber es war ja wie. Ich hatte auch mal eins gehabt. So stimmt, er hat seine Hautfarbe auch so nett. So. So, währenddessen fügen wir das er dazu. Die gleichen Augenbrauen. Oh, stimmt, aber hier kann man nicht, glaube ich, für Kursen, glaube ich. Doch, geht, glaube ich, sogar. So, ein neues Mi registrieren und zwar aus Mi Maker importieren. Dann nehmen wir es nämlich den Sun her. Jetzt haben wir jetzt, ein bisschen dein tolles Mi hier
Du musst doch deine Stärken und so weiter machen hier. Stärken? Also ja. Erstmal Vorname hier, stopp mal, eins nach den anderen. Warte, hier. Du heißt Son. Warte. Und der Nachname ist... Mach als Vorname 32 und als Nachname John. Ja, dann wirst du es... Nee, mach mal lieber Nachname 32, weil sonst heißt du nur 32 und das ist scheiße. Nee, Sun gehen gar nicht. Wenn einfach Sun. Hey. Wann ist dein Geburtstag, David? Du musst kein Essen. Kannst auch dir irgendein Datum überlegen, wenn du nichts willst. An dem Tag wirst du nämlich gefeiert. Gut, dann such ich mir eins aus. Warte, am 17.05. Ist das dein erster? Nee, oder? Nee. Das wäre nämlich ein paar Tage nach meinem. Warte. Der 15. Der 14. Wann hast du nochmal Geburtstag? Jo! Bist du ein Baby? Ich bin noch kein Kind! Are you bullying me? Ich komme aus der Zukunft. Ja, in Wirklichkeit komme ich aus der Zukunft. Kommt so ungefähr hin. Warte, darf ich meine Stärken mit? Ja, rein? Das machst du gleich dann. So weit sind wir noch nicht. Deine Stimme. Ich bin Kanzi. Alle nennen mich nur Kanzi. Aber wir müssen nur. Müssen wir noch hier, Schön. Komm doch rein, ne? Wer hatte das gesagt? Keine Ahnung, das höre ich gar nicht. Schön. Passt denn so? Ja. Ich bin Fancy. Ich bin Fancy. Ich bin Fancy. So, jetzt tanzt du hier deine Charakter. Eins, oh. Du bist ja speziell. Warte, mein Gesicht ist so speziell. So, mal wieder ein Eindruck jetzt. Ich wette keine Freunde. Entspannter, lockerer Typ, lebt ohne Hektik in einem eigenen Tempo, macht es allerdings auch über viele Sorgen. Okay. Na dann, willkommen hier auf Gamma Code City, ne? Da bist du sie offiziell eingezogen. Zimmer 204, das gefällt mir. Zimmer 230 würde mir mehr gefallen, aber passt. So. Na dann, werden wir das im nächsten Part dann mal anfangen, mich mit deinen Problemen zu kümmern. So. Ich mit meinen Problemen. Ich Probleme, als ob ja. Ich Probleme habe. Das war's dann mit dem Part von Tom und das Life, liebe Leute. Im nächsten geht's weiter, da ist wieder alles ganz normal, da bin nur ich da. Aber er war jetzt mal so Gast, deshalb hat er sein Mi erstellt und lol. Wir nehmen jetzt weiter Mau Maker auf, verabschieden uns, macht's gut, bis zum nächsten Mal, adios und bye.